Der Golem hier ist auch gar nicht da, wenn man... Na, ich sag mal, die dazugehörige Quest gar nicht hat. Das ist ja auch eine Quest, da habe ich... Das habe ich sicherlich schon mal erzählt. In Gothic 2 habe ich damals einen Magier gespielt gehabt. Als zweites, glaube ich. Und ich fand es so cool, wie du Magier wirst. Und ich hatte damals Kumpels, die das nicht so ganz hinbekommen haben. Weiß gar nicht mehr warum. Und da hatte ich dann so... Im Endeffekt Blätter genommen, die so ein bisschen pergamentartig hingerichtet und hab da quasi dann wie so einen kleinen Guide draufgeschrieben, wie man Magier wird. Also wirklich mit einer genauen Beschreibung, was man machen muss, was der nächste Schritt ist. Oder vielleicht so kleine Tipps so von wegen, ja, wenn du schon hier bist, kannst du auch gleich da, ne? Das fand ich lustig. Das habe ich aber nicht mehr, das Zeug. Das wäre cool, wenn ich das noch hätte. Was man nicht alles macht, wenn man jünger ist. So, ja, er wartet hier, wie ich vermutet habe. Aber ich werde erstmal looten. Ist da was? Ich vermute nein. Schade. Das wäre jetzt ein guter Ort gewesen, um hier irgendwas zu platzieren. So, hier liegt eine Armbrust. Ich weiß gar nicht, was für eine. Ich kann nicht mal den Feuerbogen anziehen, ne? Das ist auch bescheuert. Wobei ich den eh nicht so gut fand, muss ich tatsächlich sagen. Ich fand den jetzt nicht so überragend. Kannst du noch? Nein. Du? Ja, ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Das ist wahrscheinlich die Beta-Version von der Quest in Gothic 3. Lauf schon. Was? Jetzt? Ja, lauf schon, du Idiot. Nein, Lades, nein. Ich habe Schmerzen. Bitte nicht. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Das ist... Oh Gott, das ist schlimmer als das Grand Finale von irgendwas. Müssen hier nicht Scavenger sein? Scavenger. Jetzt ist halt leider Dusche, ne? Das ist jetzt bescheuert. Aber man kann sich das eben nicht immer aussuchen. Irgendwie freue ich mich schon auf Gothic 3. Ich weiß nicht warum. Weil das so ewig her ist wahrscheinlich, dass ich es gespielt habe. Ist hier oben was? Also was hier in Odyssey ist, weiß ich. Er biegt ja da jetzt eh ab, ne? War das nicht so? Sehe ich ihn noch von hier aus? Keine Ahnung. Es ist duster. Ich sehe nichts. Auf Entfernung. Ich glaube, hier oben ist nichts. Und ich glaube, er wird gleich despawnen, wenn ich so weiterlaufe. Ja, da ist nichts. Okay, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass er noch da ist. Und ich würde ihn gerne für die Schattenläufer ausnutzen. Und Snapper sind da, glaube ich, auch. Oder? Lades? Hallo? Ah, da vorne ist er. Hallo. So, hier kann's gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Bisschen zurückhalten. Weißt schon, mit wem du hier redest, oder? Okay.
Jawohl! Immer fest drauf! Parier doch! Ein kleiner Windzug und der wäre auch umgefallen! Irgendwie so. Hey, Schattenläufe, komm her! Put, 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 put. Put, put, put. Ist der nicht hier drin? Nein? Dann ist er dahinter wahrscheinlich. Fisch und Feuerring. Für den Mann, der schon alles hat und trotzdem noch mehr möchte. Da ist er. Put, 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 put. Na, komm mit. Lareth? Wo ist der Schattenläufer hin? Hallo? Da hinten ist er. Oh, oh Gott. Lareth! Wieso denn? Ihr wollt natürlich nur laden, weil ich den Dietrich wieder haben wollte. Ihr wisst ja, mit Dietrich haben wir es nicht so. Nein, lass die Truhe zu. Ja, das wird schon passen. Hör mal her. Komm her, Mistvieh! Es ist halt echt heftig, dass die Schattenläufer so schnell sind, beziehungsweise diesen Charge-Angriff können. Das macht sie halt echt ein bisschen scary. Aber gut, dann mache ich es eben auf die langsame, aber sichere Art. Wenn ich jetzt nicht stacken würde. Okay. Jetzt stackt er. Sehr unfair. Der hat noch nie einmal getroffen. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Jetzt würde ich selber draufschlagen und sagen, schau mal, so geht das. Bloß die Klappe aufreißen. Oh nein, Lareth, damit fangen wir jetzt gar nicht an. Danke. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Aha. Sonst hast du nichts zu sagen, aktuell? Warte mal. Ach, jetzt kann ich das Lass uns gehen sagen. Wow. Also, dass es andersrum geht, meine ich halt. Du, 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 du. Du, 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 du. Muss sagen, hier von der Pyramide, das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsmusikstück. Das finde ich ein bisschen... Naja. Dieses... Mir fällt jetzt kein anderes Wort außer Azteken-Gedüdle ein. Können wir da, aber das sind wahrscheinlich die draußen. Das sind sogar Feuerbananen, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, hier unten gibt's ein Bett. Ah, da hinten ist ein... Ein toter Goblin, glaube ich. Es sind, glaube ich, drei. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es sind drei. Deswegen heile ich mich nicht voll.
sondern so wie ich es jetzt habe und schau mal. Ich würde gerne nur dich anlocken. Okay, jetzt habe ich ihn angelockt. Bin ich auch mit fein mit. Okay. Habe ich wirklich Bad Luck gehabt und gar nicht gekrittet oder was war das gerade? Stärke habe ich mittlerweile. Den Gürtel habe ich auch nicht mehr an, ne? Not bad. Ich habe mittlerweile schon 14 Stärke ermogelt. Okay, jetzt kommen zwei. Da hat er jetzt zweimal geblockt, statt nach hinten auszuweichen, leider. Okay. Einzeln ist es am besten, wenn ich sie unlock. Weil irgendwie... Ich glaube tatsächlich, ich kann sie kritten, aber dass es nur irgendwie 3 Schaden mehr macht oder so. Ja, 9. 9 sind's. Also insgesamt 4 Schaden mehr als der Mindestschaden. Dementsprechend macht es nicht wirklich einen Unterschied. Okay, passt, habe ich auch geschafft. Ich finde das bei den Goblins, das einfach am besten funktioniert mit dem nach vorne schlagen. Weiß ich nicht, das ist, weil du halt die Distanz überbrückst, die die versuchen aufzubauen und dem hinterher gehst, wenn er, also vom Blickwinkel, wenn er um dich rumstolziert. Schon wieder lustig, wie die Musik hier jetzt auch weg ist, ne? Es gibt halt echt Orte, an denen buggt die Musik komplett ab. Mich würde mal wirklich interessieren, warum. Dass in den Gebieten halt der Musikloop im Arsch ist. Das ist jetzt ja, ne? Wir sind jetzt erstmal in der Wassermagierrobe, seitdem wir das Spiel gestartet haben. Die sieht sehr blau aus, also noch blauer als im Standardspiel. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals im neuen Lager. Also, ich möchte hinzufügen, dass ich uns befreit habe. Können Sie uns das hier trotzdem nochmal angucken? Der Nefarius ist dann hier bloß voll auf die Fresse. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Tut mir leid, ich wusste nicht, was ich tat. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ich bin mit Laris hierher gekommen.
Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Rück dich mal wieder. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris, ich bring ihn um. Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Oh oh. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Die Sprache Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Ich finde, das hat voll die Stargate Atlantis-Vibes. Mit da den Antiken, du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch Fand die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Mhm. Mal schauen, ob er noch Tränke verkauft. Oder ob ich ihm das ausgeprügelt habe. Ach ja. Hey, du. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Was mich mal interessiert, das weiß ich gar nicht mehr, weil das ist wirklich abartig lange her. In Standardspiel Gothic 2, da ist ja dieses ganze Die Nacht des Rahmengedöns nicht dabei, obviously. Was ist dann hier bei der Pyramide eigentlich? Also die Pyramide gibt es auch im Standardspiel, da bin ich mir sicher. Aber gibt es da auch diesen ausgegrabenen Tempel? Also dass dann halt, weiß ich nicht, der Eingang nur verschüttet ist und man nicht in den Tempel reinkommt? Oder ist da nicht mal der Eingang freigegraben? Also dass da einfach Flatland ist? Das würde mich jetzt mal gerade interessieren. Und wenn man sich da in den Boden reincheatet, ob die da schon was... Ob da schon ein Komplex ist, also dieser Komplex, in dem ich mich gerade befinde, der halt nur zu ist. Also, dass da schon mal was vorbereitet wurde. Das würde mich gerade echt interessieren, das weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß das einer von euch, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Hoffentlich fackelt er sich nie wieder ab.
Warte mal, kann ich Sato das Bescheid sagen, dass ich ihm Bescheid gesagt habe? Hey! Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Damit du noch mehr im magischen Gefüge herumfuschen kannst? Nein, für solche Späße habe ich jetzt keine Zeit. Oh. Ich finde es aber komisch, dass unser Held nicht mal wirklich... Warte mal, jetzt ist er ja gleich da. Ich finde es komisch, dass unser Held nicht mal gesagt hat, du, dass ich einen Schläfer besiegt habe. Das hat den die Barriere zum Einsturz gebracht. Ach so, sollte herkommen, aber... Hey! Jetzt startet zusammen die Wand an, ja? Das ist so euer Shit. Schon was Neues herausgefunden? Es hat sich bestätigt. Die alte Kultur hat tatsächlich an Adanos geglaubt. Ah, okay. Interessant. Aber unser Held ist halt ein Bescheidener, ne? Also, muss ja nicht. Er hat schon eine Menge geleistet. Nur weißt du nichts davon. Oh, Kleintafel. Glaubst du wirklich daran? Ich find's halt lustig, dass das Lighting in den alten Spielen noch so im Arsch ist, dass obwohl ich hier in einem Untergrund bin, es dunkler ist, weil es draußen dunkel ist. Meine Meinung will ja keiner hören. Medarion. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Das macht mich gerade fertig. Also generell das ganze Let's Play schon. Dass manchmal nur die Rede von Korinis ist, auch wenn damit halt die ganze Insel gemeint ist. Aber in meinem Brain ist damit irgendwie die Stadt gemeint. Weil da würde halt im Zentrum von Korinis überhaupt keinen Sinn ergeben. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Wie, hey. So. Oh, meine Fackel ist dead. Nefarius. Myxir. Hey, du. Dann rede ich erstmal mit dir. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so rein zu spazieren. Was machst du hier?
Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen, sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten Humbug. Das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Lehre mich die fremde Sprache. Muss ich eh lernen. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Das hast du schon gesagt. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Geh hin und erprobe dein neues... Okay. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch zeigen könnte. Du beherrschst jetzt die Sprache der Erbauer. Dann habe ich das gleich, ich brauche es eh. Meine Lernpunkte möchte ich gerade für nichts anderes jetzt wirklich ausgeben, also why not? Bogenschütze, Armbrustschütze. Ja, das brauche ich nicht. Kann ich einfach in mich reinpfeifen, das ist wurscht. Geschick, Lebensenergie, das ist nice. Oh, das ist verdammt nice. Das gab einen richtig heftigen Lebenspush. Allein das war es wert. Magie ist, glaube ich, Mana. Einhandkampf. Mana möchte ich noch nicht zu mir nehmen. Das lohnt sich später mehr. Stärke kann ich zu mir nehmen. Dann habe ich jetzt tatsächlich 46 Stärke. Dann kann ich vielleicht sogar eine bessere Waffe anziehen. Demnächst. Hey. Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Hey. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Ist natürlich auch lustig, dass das jetzt theoretisch auch zu einem Stargate passen würde, ne? Dieses Ringportal. Würde mich mal wissen, ob die Piranhas sich vielleicht ein bisschen davon haben inspirieren lassen. Weil die Erbauer wirken wie die Antike, das wirkt wie ein Stargate. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Why not? Hammergeile Serie. Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich,
dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Na, sowas es gab auch einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Hier, ich habe noch eins. Das ist großartig. Jetzt fehlen noch zwei. Vielleicht findest du sie ja auch noch. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Danke. Oh, das Spiel speichert einfach automatisch. Aber da hat sie auch recht. Und ich speichere nur mit hinterher, weil ich ein Depp bin. Ich leg mich mal hin. Damit das Außenlicht diese Hallen flutet. So, wo ist denn der Kronos hin? Weil der ist hier, glaube ich, auch wieder ein Händler. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich noch mal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich noch mal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. Das ist mir jetzt in einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Dadurch, dass ich mein Gold ja von dir nicht anderweitig beschaffen konnte. Leichte Wunderhallen, her damit. Eislanze ist natürlich ziemlich nice, um ein paar Gegner fertig zu machen für den Moment. Windböe oder Windhose, auch nie benutzt. Könnte ich eigentlich mal machen, ne? Goblin-Skelette her damit. Kaufe ich die Eislanze? Könnte halt manchmal schon... Ja, komm. Könnte schon mal praktisch sein. Und ich habe jetzt nicht unbedingt Geldprobleme. Also. Von daher. So. Wir können dann nochmal gucken, ob... Liebe Satoras und Riordion jetzt vielleicht nochmal was zu sagen haben. Konnte ich die Tür hier auch irgendwie öffnen? Weil das wäre dann der schnellere Weg zu den beiden von hier aus. Also dieses Gatter hochmachen. Hm, find hier jetzt auf die Schnelle nichts. Müsste ich noch mal außen rumlaufen. Machen wir doch schnell. Ich will halt jetzt wissen, ob sie noch mal was zu sagen haben. Das sind zum Beispiel so Sachen, die mache ich, wenn ich alleine spiele. Gar nicht so wirklich. Weil ich da auch nicht wirklich dran denke. Keine Ahnung, wieso ich da in einem Let's Play etwas fokussierter bin auf sowas. Maybe, weil ich halt auch so viel wie möglich zeigen möchte. Hey, du. Und es mir für andere Mehrwert ist als für mich selber. Ich soll für Nefarius die verlorenen Teile des Ornamentes finden. Was? Das ist ja unglaublich. Du steckst schon wieder mit drin? Keine Angst, ich bringe die Dinger schon her. Weißt du wenigstens, wo du suchen musst? Nefarius hat mir diese Karte gegeben. Zeig her.
Der kritzelt jetzt um, dass ich irgendwo am Arsch Im der Welt Im großen lande. Wald ist es ziemlich gefährlich. Du solltest nicht alleine gehen. Such dir in Korinis jemanden, der dich begleitet. Ich will nicht, dass du von Monstern gefressen wirst. Und das Ornament mit dir. Hier hast du deine Karte wieder. Ich könnte alternativ einfach das Ornament essen, wenn du das möchtest. Was sind das für seltsame Erdbeben? Das ist eins der Rätsel, die ich versuche zu lösen. Das Gefüge der Magie wird irgendwo hinter diesen Bergen gestört. Ganz offensichtlich versucht da jemand mit aller Gewalt einen mächtigen Zauber zu brechen. Ich fürchte, es dauert nicht lange, bis die ganze Insel von diesem Beben heimgesucht wird. Vielleicht ist da drüben ein großer Erzhaufen. Hey, du! Dem man gerade seine Macht entzieht. Okay. Also, dass man sich Hilfe holen kann für den Wald, das wusste ich schon. Aber vielleicht ist das jetzt nur möglich, weil ich nochmal kurz mit ihm gesprochen habe. Maybe. Wir können uns die Karte mal angucken. Also ich weiß ja tatsächlich, wo die anderen sind, aber... Ja. Exacto mundo. So, da könnte ich jetzt eigentlich ungefährlicherweise durch, weil der weg ist der Ork. Ja, und jetzt werde ich gleich weitergehen. Hier ist zu, ne? Da muss ich mit Orlan sprechen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich will nur kurz einmal eine Rundreise machen, dass die alle freigeschaltet sind und zugänglich. Aber hier musste ich mit Orlan reden, glaube ich. Habe ich euch gar nicht gemacht? Ich bin doch sicher schon mal an euch vorbeigelaufen. Vielleicht war es da auch spät und ihr wart keine Ahnung wo. Doch, das will jemand wissen. Wird sich das jemals ändern? Das kann doch nicht wahr sein. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Bist du wahnsinnig? Solange mir kein Wassermagier sagt, dass sie ungefährlich sind, werde ich mich ihnen keine 10 Fuß nähern. Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Und das ist auch schon alles, was ich damit zu tun haben will. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Süden. Nicht weit von meiner Taverne entfernt ist eine Höhle. Da haben die Wassermagier einen dieser Dinger gefunden. Kann ich diesen Teleporterstein mal sehen? Von mir aus. Hier hast du den Schlüssel. Ich habe den Eingang verbarrikadiert. Ist doch wahr. Ist doch wahr. Sonst hast du nichts, was ich haben will, ne? Dolch. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ist das wirklich wahr? Erz. Oh, das ist wieder ein Grafikbug hier. Oh. Ah! Aha! Ah! Ich bin zu weit gelaufen! Anscheinend sind nicht alle so nah. Okay. Ich bin aber auch ein Depp. Was ist jetzt mit den anderen? Seid ihr schon zurückgelaufen oder hängt ihr hier noch irgendwo? Kann ich jetzt wenigstens reingehen, wenn ich schon hier bin? Na gut, das sind jetzt beide. Ich probiere es einfach mal. Stacke. Jetzt sagst du. I activated my trap card. Uno Reverse. Was ist denn da jetzt noch drin? Noch mehr Goblins? Freiherr Simbus von K. Graf Anhieb zu Waldfried. Oder Anhieb, besser gesagt. Graf Lazar von Siegburg. Schwerträger Azub Ukara. Ehrengardist Uta Seranis. Schwerträger Dietmar Ukara. Oh, das. Oder Dietmar. Waren wohl Verwandte. Zombies. Die sollte ich aber eigentlich schaffen.
Ich sollte aber ewig brauchen. Ich werde wahrscheinlich nur 5 Schaden machen. Ah, okay, doch nicht. Ich kann an euch mehr kritten als an den Goblins. Interessant. Nächster bitte. Okay. Weiß gar nicht mehr, was da für ein Schwert liegt. Ein Paladin zwei Hände, maybe? Also ich weiß nicht, ich finde euch immer noch irgendwie scary. Ihr seid einfach irgendwie ganz unangenehm. Echt nicht, warum. Ich finde die furchtbar unangenehm. Wahrscheinlich, weil ich sie als Kind eben so unangenehm fand. Beziehungsweise gruselig. Und das ist halt, ja, drin geblieben. In meinem Schädel.